Stefan Zürfle von GUS Reisen, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir gehen heute zum Museum Talsee. Das liegt in der Nähe von Irkutsk und ist ein Museum für die verschiedenen Holzbauten in Sibirien. Hier finden Sie praktisch ein richtiges Dorf mit sehr vielen Eindrücken und es werden immer wieder neue Häuser gebaut, wie man hier sieht. Das Dorf wurde 1969 errichtet, als die Angara geflutet wurde und ist unweit vom Baikalsee und lässt sich gut mit einer Reise nach Listwanka kombinieren. Wir finden immer wieder wunderschön geschnitzte Holzfenster und in jedem Haus auch einen Samovar, sowie oben in der rechten Ecke eine Ikone. Hier sind wir im Haus des Bürgermeisters. Oben in der Ecke auch immer das Bild des Zaren. Heute ist es Putin und Medvedev. Es gibt auch immer ein kleines Gefängnis. Auf die Schule. Dann wurde auch sehr viel gewebt, vor allem im Winter. In Häusern finden sich auch Ausstellungen, wie hier verschiedene Puppen. Sehen wir noch eine bojatische Jurte, Schmiede, wo jedes Jahr ein Schmiedfestival stattfindet.